Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, der Palmsonntag ist schon einige Zeit her. Umso mehr war ich erstaunt, dass der heutige Predigttext genau dort einsetzt, als Jesus triumphal in Jerusalem eingezogen ist und danach mit seinen Jüngern zusammen ist. Wir erinnern uns an die Palmsonntagsgeschichte. Jesus wird triumphal begrüßt als Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Absolutes Hochgefühl für Jesus, aber auch für seine Jünger. Heute würde man sagen, sie sind in einem Flow, getragen von der Begeisterung, die ihnen von der Menge entgegenkam. Sie kommen da nicht so schnell wieder runter. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl auch. Es war zu schön, dass man einfach wieder gleich auf normal umstellt. Doch es fehlt dann oft nicht an Tatsachen oder Menschen, die einem auf den Boden der zurückholen. Oder die Realitäten des Lebens holen uns von alleine wieder ein. Der heutige Predigttext beginnt direkt nach diesem Einzug nach Jerusalem. Die Jünger sind wieder unter sich mit Jesus und sie gehen den Ölberg herunter in den Garten. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lautem Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge, die riefen ihm zu: Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen: Das sage ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Wer das nachlesen möchte, ich habe den Text der Basisbibel gelesen. Der Text steht in Lukas 19, die Verse 37 bis 40. Was steht da? Jesus weist nicht die Jünger zurecht, wie es von ihm gewünscht wird, die Jünger, die im Freudentaumel sind, sondern die Pharisäer. Er sagt, wenn die Jünger schweigen, dann werden die Steine schreien. Nirgends ist genau erklärt, was es bedeutet. Ich habe viel Fantasie von den Auslegern dazu gelesen. Es geht nicht darum, dass Steine jemals schreien konnten. Das ist ja an sich eine sehr unsinnige Aussage. Die bildlich übertragene Redewendung, dass Steine schreien können, kenne ich von Mahnmälern, die an vergangenes Unrecht als Denkmal erinnern. Aber das kann Jesus nicht gemeint haben. Ein Mahnmal wegen Redeverbot oder Freudeverbot wäre schon etwas selten Einzigartiges. Ich glaube, dass Jesus den Pharisäern sagen will, meinen Jüngern jetzt den Mund verbieten ist genauso unsinnig, wie wenn Steine schreien würden. Freude, Begeisterung zulassen, über Generationen hinweg. Das, sagt Jesus, ist im Sinne Gottes. Und der Gesang, ob er nun wohltuend war und wohl anzuhören, der Jünger gehört dazu. Er darf laut sein, störend und verstörend. So zumindest, dass sich Pharisäer darüber ärgern können. Und die toten Steine können wir dann getrost hinter uns lassen. Natürlich ist klar, warum dieser Text zum Sonntagkantate ausgewählt wurde. Gesang, laute Freude, das ist herrlich, das ist Gott gewollt. Aber noch was anderes. Wo finden wir denn heute diese Begeisterung, bei der alle mitsingen, mitlachen, jubeln? Vielleicht nicht immer die Töne treffend, dafür aus vollem Herzen singend. Meint übrigens alle Generationen, von den Senioren bis zu den Kindern. Ich habe überlegt, in kirchlichem Rahmen habe ich sowas nur auf Kirchentagen erlebt, zum Beispiel bei den Konzerten der Weißgeis, draußen auf dem Feld, nicht hinter Kirchenmauern. Aber zumeist ist die Begeisterung ausgezogen aus unseren Kirchen und hat andere Räume gefunden. Die Menschen suchen die Steine nicht auf.
Hier erwartet keine ansteckende Freude, Lachen oder gar Begeisterung. Auch unsere Kirchenmusik ist nicht gerade für ihre Fröhlichkeit bekannt. Diese finden wir abseits von den sakralen Räumen, auf Fußballplätzen und wie mir neulich eine Freundin sagte, bei der Villinger Fasnet. Auch hier mit allem, was Jesus erlebt. Menschen, die sich so, allerdings ohne Alkohol, freuen, die ecken sehr schnell an. Das tut man nicht, Freude unerwünscht. Zumindest nach den närrischen Tagen oder nach dem Spiel. Dabei ist Freude wichtig. Lachen, Humor, freudig sein. Wie schön wäre es, wenn wir das in den Gottesdiensten wieder erleben könnten, wenn wir es einbringen könnten mit allem, was wir sind. Wie schön wäre es, wenn unsere Sitzungen im kirchlichen Bereich so wären, dass wir vergnügt und beschwingt nach Hause gehen. Wenn wir nicht nur überlegen, wie wir unsere Konfirmanden bespaßen, sondern gerade auch unsere treuen Predigthörenden an den Sonntagen. So höre ich auf Jesus. Lasst ab von der Vernunft, lasst Freude und Begeisterung einziehen. Gebt weiter, wenn ihr Gutes erfahren habt. Erzählt davon, lacht darüber. Wippt munter zu den Melodien, die euch gefallen. Freut euch über gelungene Worte. Lächelt zurück in lächelnde Gesichter. Werdet satt an allem, was Gott gibt, denn er gibt gerne. Denn wenn ihr alle schweigt, dann müssen letztlich doch die Steine schreien. Amen. Anderen. Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, danach sehnen wir uns. Mit Freude das neue Leben feiern, das wünschen wir uns. Aber in diesen Tagen sind unsere Stimmen heiser und unsere Lieder sind voller Klage. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Wir bitten dich, höre die Klage der Trauernden. Höre unser Klagen über die Toten in Indien und Brasilien, über die Toten in unserer Nachbarschaft. Höre unser Klagen über den Schmerz der Kranken, über die Verzweiflung der Erschöpften. Du bist der Gott des Lebens. Besiege du den Tod und verwandle unsere Klage in ein Lied. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Wir bitten dich,
Höre die heiseren Stimmen der Bedrängten. Höre die Stimmen aller, die ihrer Würde beraubt werden und aller, die auf Hilfe angewiesen sind. Höre die Stimmen derer, die sich nach Frieden sehnen und sich dem Hass verweigern. Du bist ein Gott der Gerechtigkeit. Besiege du das Unrecht und sing mit den Erniedrigten von der Freiheit. Dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, danach sehnen wir uns. Höre die Lieder von Vertrauen und Hoffnung, die wir leise und hinter Masken singen. Höre die Lieder vom Glauben, die in den Herzen der Gläubigen wohnen. Höre die Lieder, die deine Schöpfung singt, die Vögel, die Steine, die Engel. Du bist wunderbar, ewiger Gott. Du verwandelst uns und deine Schöpfung durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, heute und alle Tage. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus und seine Jünger gebetet haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wie die Körner einst verstreut in den Feldern und die Beeren einst zerstreut auf den Bergen, jetzt auf diesem Tisch vereint sind in Brot und Rebensaft, so lasst dein ganzes Volk versammelt sein in Gottes Reich. Wir beten gemeinsam, wie Jesus mit seinen Jüngern gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt. Lassen Sie uns nun Brot und Traubensaft gemeinsam essen, und zwar nacheinander. Seht das Brot, gebacken zur Feier des Lebens, verteilt an Freund und Feind, damit die Liebe weiterlebt, trotz Hass und Verrat. Seht die Beeren der Traube, gewachsen und geerntet zur Feier des Lebens, verteilt an Freund und Feind, damit die Hoffnung weiterlebt, trotz Schmerz und Angst. Wir schmecken und sehen die Freundlichkeit Gottes, die Kraft des Lebens, den Geschmack der Versöhnung, das Zeichen der Auferstehung. Die Stärke und bewahre uns im Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
bitten. Ich wünsche dir eine gute Wahrnehmung, Ohren, die hören, was andere nicht aussprechen können, Worte und Gefühle unter dem, was gesagt wird, Sätze und Gedanken, die zwischen den Zeilen stehen. Ich wünsche dir die Fähigkeit, behutsam zu benennen, was erlösend ist, und eine Sprache zu finden, die heilsam ist. Amen.